Hi Gude, ich melde mich ja mal wieder. Es geht heute um den dritten und letzten Teil vom Aufbau meiner Grundplatte. Das Ganze hat ziemlich lang gedauert, aber jetzt bin ich fast fertig. Ich räume jetzt noch da hinten die letzte Ecke frei. Dann kann ich die letzten Platten ausrichten. Und dann können wir anfangen mit der Gleisplanung, mit dem Trassenabbau. Und wie man das hier vorne sieht, mit der Steuerung. Das Wichtigste aber zuerst. Ich hatte Bedenken, weil die Platte ist ziemlich groß, dass ich die rollen kann. Und ich habe es versucht und es klappt. Also da bin ich echt erleichtert. Und ich finde es super cool, dass ich das geplant habe und dass es wirklich funktioniert. Ich zeige euch das jetzt mal. Und dann räumen wir die Ecke frei und dann bauen wir weiter. Natürlich hat sich ja wieder ein Fehler angeschlichen. Vielleicht sieht ihn jetzt der eine oder andere. Ich habe damals nicht berechnet den Griff vom Fenster. Ich hätte mir den Fenstergriff 20 cm höher bestellen müssen und dann hätte mich das Fenster 200 Euro mehr gekostet. Jetzt habe ich dafür zwei Lösungen. Entweder ich schraube den Griff ab oder ich mache das Fenster auf. Beim Vorziehen von der Anlage. Im Winter ist natürlich das Abschrauben sinnvoller und im Sommer ist es eigentlich egal. Aber wie gesagt, ich ziehe die jetzt mal vor und dann schauen wir mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Die Anlage ist jetzt vorgerückt und es hat alles geklappt, bis auf den kleinen Griff. Aber das waren nur zwei Schrauben zum Lösen. Und wenn ich nicht mehr Mist hingebaut habe, war alles auf der Reihe. Ich tue jetzt noch die Platte komplett grundieren. Dann rücke ich die wieder an die Wand. Und bis dahin ist dann alles verschraubt, verklemmt und komplett ausgerichtet. Was natürlich super richtig nervt, das ist im Moment YouTube. Ich habe hier meinen PC stehen und ich habe oben in meiner Wohnung auch meinen PC stehen. Und jedes Mal, wenn ich von dem einen auf den anderen Computer switche, muss ich mich anmelden und die kriegst eine Werbung und das nervt eigentlich nur noch. Und das ist Stress und so langsam verliert mir echt so die Lust dabei, wenn ich den ganzen Scheiß jedes Mal sehe. Jetzt hat YouTube natürlich auch gemerkt hier, dass ich ein Handy habe. Und dann kommt mein ganzes Ding mit Anmeldungen über das Handy. Sag mal, wie weit sind wir denn hier, dass wir nur noch kontrolliert werden und das ist nur noch Stress und Nerv und du verlierst irgendwann die Lust bei dem ganzen Scheiße. Also das geht mir im Moment richtig tierisch durch den Sack. Zum Glück kostet das im Moment immer noch nichts. Aber Leute, das geht ja auf die Senkel. Diesen ganzen Scheiße, jedes Mal sich neu anzumelden, nur weil man auf zwei Computer rumspielt. Genau dasselbe ist das bei eBay. Du musst mich jedes Mal wieder neu anmelden, jedes Mal kommt eine Verifizierung und das nervt eigentlich nur noch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das tierisch auf den Sack. Ich hoffe jetzt nur, dass es klappt und dass die Anlage rollt. Aber wie man das hier sehen kann, muss man nur bis hier nivellieren und dann passt es. So geht's. So geht's. Ja, der Besen hinten öffnet. Und die ist komplett an der Wand. Was will man mehr? Ich bin damit echt zufrieden hier, dass ich die so gut rücken kann. Jetzt kommt der letzte Teil vom Abbau der Grundplatte. Ich habe jetzt eine riesen Fläche, die grundiert ist. Und jetzt muss ich mir nur noch die Schublade einbauen für meine Steuerung. Und das machen wir jetzt gleich. Ich habe da dazu ein Modul hochgenommen. Das ist das Einzige, was da nicht grundiert ist und wo noch die Löcher für die Kabel fehlen. Aber das bekommen wir schon hin. Und jetzt muss ich mir erstmal die Scharniere einbauen und dann kommt die Platte für die Steuerung da unten drunter. Aber das sehen wir ja jetzt. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt zwei
Rolltäne gebaut. Die kann ich ohne die kleine Anlage schieben. Der dazu mein alter LKW, der schon im Westerwald war und den ich auch als Abstellmöglichkeit genutzt habe, der auch ohne die Anlage passt. Und die große Anlage ist jetzt komplett leer. Diese Rolltäne kann ich auch ganz locker hin und her schieben. Die kann ich alles verstapeln. Und die passen ganz locker unter die Anlage drunter. Und wenn ich das haben muss, kann ich ja da drunter schieben. Und das Zeug hat einen Haufen Platz gebracht. Kein schlecht, okay. Da davon aus schon noch ein zweiter gebaut. Dazu mein LKW, der schon im Westerwald gestanden hat. Und es gibt eine große Stapelfläche. Jetzt geht's los mit dem Bau von meiner Steuerung. Dazu baue ich mir erstmal eine Schablone. Ich baue mir hier alles hier vor. Wenn die Schablone fertig ist, klemme ich mir die oben auf und damit kann ich 60 Löcher fertig machen für Schalter. Die ersten 20 Löcher sind fertig und ich habe einen Proboschalter schon mal eingebaut. Ich habe mir die Schablone deswegen gebaut, weil Holz ist ziemlich weich und ich bohre das ganz langsam auf mit einem Akkuschrauber. Und weil das alles so eng beisammen ist, darf kein einziges Bohrloch verlaufen. Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt und ich denke mal, der Rest, den werde ich auch noch hinkriegen. So, die 60 Löcher sind gebohrt. Deswegen habe ich mir extra die Schablone gemacht und mir ist kein einziges Loch verlaufen. Ich habe schon ein Schalter mal hingepasst, um zu gucken, ob das alles so klappt. Das sieht so ein bisschen aus wie Insektenhotel auf dem Oba. Das gibt dann die abschaltbare Gleise hier für die Anlage. Ich passe das jetzt in und dann machen wir weiter. Eins muss ich sagen, wenn mir ein Loch verlaufen wäre, bin ich ganz ehrlich, hätte ich die Lacht wieder abgebaut und hätte den ganzen Scheiß komplett neu gemacht. Aber das hat zum Glück alles super geklappt. Ich bin damit echt zufrieden. Und hier sieht man den einen Schalter, den ich schon mal probeweise eingepasst habe. Ich habe den Door ausgebaut, aber den Rest muss ich mir jetzt erst nochmal besorgen. Aber das wird ein paar Wochen dauern und irgendwann sind sie da. Und dann kann ich mit den Dingen anfangen, ihn zu bauen. Jetzt kommen wir langsam zum Finale von dem Video. Wie man sehen kann, habe ich die Halterung schon eingebaut für die Schublade und jetzt kommt eine kurze Bildershow über den Einbau der Schublade und dann sehen wir uns nochmal wieder. So, das Ganze ist schon wieder eine Woche her. Die Schublade ist fertig und ich habe mich entschieden, keine Fotoshooter drüber zu machen, um nur das fertige Ergebnis zu zeigen. Man sieht jetzt links die Löcher für die 60 Schalter, das hat alles super gut geklappt. Die Schublade ist auch eingebaut und jetzt sind Probeeinstellungen da für die Trabos und für den ganzen Kram. Ich habe mich entschieden, zwei Big Blocks in zu bauen. Das sind 4 Ampere für Lämpchen, Lichtchen und für den Rest. Dann zwei Trix-Trabos für die zwei Pendelstrecken und in die Mitte kommen dann 6 Titanen für die 6 Stromkreise. Da und habe Strom, aber ich wusste ja genau, was ich baue und deswegen hat mein neuer Mobarraum 2 verschiedene Absicherungen. So soll das Ganze in etwa werden. Man sieht, dass noch ein Haufen Platz ist für eine ganze Batterie von Weichenschaltern, Signalschaltern. Man sieht die 6 Löcher für die abschaltbaren Gleise und ich bin mit dem ganzen Ding echt zufrieden.
Das ist natürlich alles noch lose, da ist noch nichts verkabelt, da ist noch nichts verklemmt. Aber ich zeige euch mal, wie die Schublade zum Inschieben ist und dass ich dann die ganze Anlage vorrücken kann. Also das passt alles wunderbar und ich bin absolut zufrieden damit. Die Schublade geht rein. Es klappt, ich habe Platz, ich komme überall einen Schalter dran. Und jetzt kann ich anfangen mit dem Gleisplan und mit dem Aufbau von der Anlage. Das war's für das Mal. Ich wünsche euch was. Das war's und bis dann. Tschüss.